to not strike. Jawohl, Tornado Strike. Sah schön aus, hat nicht viel gebracht. Bam, da direkt nochmal. Jetzt schlag ihn kaputt, bam. Yes. 16% abgezogen einfach mal. Willst wissen, Willst einfach wissen, was machst du denn? Wieso kann ich mit dem nicht normal den X-Ray-Modus aktivieren wie bei allen anderen? Hä? Was macht er den scheiß Affentanz hier? Was machst du denn? Ich will doch den X-Ray-Modus aktivieren. Es geht mit jedem gleich. Mit jedem Charakter geht es gleich. L2 plus R2. Bei der PlayStation. Toll, das wird mich jetzt die Runde kosten. Oder schaffe ich es noch? Ich bin verwirrt. Warum? Warum geht das nicht? Ach so, man muss es in der Luft machen. Okay. Aha, so. Nice. Hohoho, der ist richtig geil. Der X-Ray. Der ist echt einer der geilsten bisher, finde ich. Steh auf. Ich will dich nochmal niederschlagen. Takeda, halt! Kenshi hat dich nicht verlassen. Er hat dich hergebracht, um dich zu schützen. Schützen wovor denn? Vor jenen, die deine Mutter ermordeten. Sie! Sie starb bei einem Unfall. Diese Version sollte Meister Hasashi dir erzählen. Aber in Wahrheit wurde deine Mutter von Attentätern der Roten Drachen getötet. Ich war das Ziel. Su-Chin war das Opfer. Du Mistkerl! Es war deine Schuld! Dein Vater hat sein Leben dem Kampf gegen Monster wie die Roten Drachen gewidmet. Sie sind es, die keine Ehre haben. Du hättest die Wahrheit nicht verbergen sollen. Du hättest die Mörder deiner Mutter unvorbereitet aufgesucht. Ich konnte das nicht riskieren. Meister Hasashi hat dein Können im Kampf perfektioniert. Es ist Zeit, dein Training abzuschließen. Wie hast du das gemacht? Wir sind Telepathen. Eine Familiengabe. Ich kann Gedanken lesen? Wir werden den vollen Umfang deiner Fähigkeit herausfinden. Und dann werden wir die roten Drachen jagen. Gemeinsam. Das ist Devoras Werk. Sehe ich auch so. Nur sie kann solche Wunden verursachen. Diese Devora steckt voller Überraschung. Es bleibt die Frage, ob sie mit jemandem zusammenarbeitet. Was ist? Mist, er hat uns entdeckt. Okay, Leute, Diamantformation. Takeda, du bist vorn. Jackie, du kommst nach. Kung Jin, Luftsicherung. Geht klar. Die Erdenreichler. Der Vora hat sie befreit. Nategasu! Oh, gegen Reptile. Oder auch nicht. Nicht mit mir, Reptile! Bam! Es war gerade richtig geil, die Szene, wo sie an den Rand des Schiffs gegangen sind. Mir ist jetzt schon öfters aufgefallen. Warum hat zum Teufel Takeda eine engere Lederhose an als Sonya Blade? Das ist ja Sonya Blade Dingens hier. Cassandra Cage, wa? Cassandra war ihr Vorname? Sonya war ihre Mutter, ich weiß. Aber die Tussi da halt. Die gerne mal auf Boss macht. Warum hat er einen engeren Power Rangers Anzug an als sie?
Aber vielleicht steht er ja auf diese hautengen Sachen. Wer weiß es schon. Oder was meinst du, Reptile? Hör mal auf jetzt mit der Scheiße, Mann! Bam! Ah! Voll daneben. Oh Gott, das war ja totale Verschwendung. Was ist denn los mit mir? Oh fuck, alles in Slow Motion. Knapp, Alter, knapp. Gib auf. Ah, Mist. Yes, der hat mal richtig geil gesessen. Einzige... einer von zwei Moves, die ich mir vielleicht merken kann, gerade für den Charakter. Aber es ist ja auch nur für die Story, da muss man erstmal durchkommen. Am Ende muss man sich dann schon entscheiden, welchen Charakter man so ein bisschen lernen will, wenn man es natürlich intensiver zocken will. Ihr habt ja gesehen, bei Sub-Zero ging das schon echt besser. Und mir liegen einfach allgemein ein bisschen schnellere Charaktere, liegen mir einfach besser. Weil ich gerne hin und her springe, ihr seht es ja selbst. Wenn wir zurückkommen, bringst du mir das bei. Abgemacht. Geh und hilf mit Ermac. Ich mach das. Du glaubst, du schaffst mich allein? Du bist entweder mutig oder ein Narr. Breakdance kann er auch noch. Aaron Black ist auch super, ey. Der ist auch richtig cool, ey. Fuck it! Whoa, 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 whoa! Ich hab dich gewarnt. Hast du vergessen, dass ich da reinlatsche? Oh, netter. Kleiner Move. Schon wieder daneben! Oh, Mann. Ich muss mehr Abstand halten. Oh, fuck, 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 fuck. Zu wenig, zu spät. Ey, ich mach dich eh fertig, Aaron Black. Hör auf mit der Scheiße. Ah, fuck it. Hoho, der hat gesessen, ey. Der hat... Beruhig du dich mal, Mann. Geht dir um Leben und Tod, falls du es noch nicht festgestellt hast. Scheiße, Mann, scheiße. Alter, hat er ausgeglichen. Der Penis. Diesmal. Nein! Er hat ihn geblockt! Ich dachte schon. Dann muss ich so machen. Komm schon. Yes.
Gut, Aaron Black, er war schon ein bisschen schwerer als der andere. Mutig oder ein Narr, ich lebe noch. Und bist am Schwitzen wie sonst was im Gesicht. Mal sehen, was ich hier lernen kann. So viele Seelen. Alle gefangen. Wir existieren, um zu dienen, gebunden durch die Magie Shao Kahns. Das Chaos. Die Stimmen. Wir sind viele. Du nur einer. Deine Fähigkeiten verlassen gegen unsere. Aber ich überlege die ganze Zeit. Ah, fuck. Ging so ein jetzt. Ich überlege die ganze Zeit. Ja, hör doch mal auf. Alter, der macht dich fertig. Ich überlege jetzt gar nicht mehr. Ich muss kämpfen. Ich überlege gleich weiter. Alter! Alter! Okay. Oh, das hab ich gerettet. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich schon mal Telepathen gehört habe. Wir sind Telepathen. Wo ist das her? Ich hab das schon mal gehört, außer in Mortal Kombat. War das X-Men? War das sogar bei X-Men? Oder wer hat es beschrieben? Ja, wir sind Telepathen, deswegen können wir das. Ja, da gibt es noch andere Völker, die können das und das. Wie war denn das noch? Ey, das ist ja auch das erste Mal, dass ich das höre. Oh Leute, fällt es nicht ein. Kommt es so vor, als wäre das bei X-Men. Dass sie das auch mal so besprochen haben. Ich glaube, das war beim dritten Film, wo er sich da sammelt zu den großen Kriegen im Film. Oder sagen, ja, wir sind Telepathen, ja, wir sind dies, wir sind das. Telepathen gibt's mehrere, es ist einer wie Xavier. Ich glaube, es ist wirklich sogar X-Men. Ich überleg die ganze Zeit, wo ich das schon mal gehört habe. Mein Gott, der Angriff geht auch jedes Mal daneben. Mein Penner blockt gerade alles. Yes! Geil! Ich glaube, ich habe genug von der Außenwelt. Kein Wunder, dass Dad in Rente ist. Wir müssen Devora finden. Und das Amulett. Dann los. Die sind nicht ewig K.O. Devora? Und die Erdenreichler? Sie hat das Amulett gestohlen. Verhalf ihnen zur Flucht. Ein Verrat für den Donnergott. Verletzend, Devora. Bereitet die Legionen vor. Wir ziehen ins Erdenreich. Wir holen das Amulett zurück von diesem Teufel Raiden.